Fast am Ende des Spiels. Jeder weiß, dass die echte Erde sich nicht dreht, sondern dass es die Sonne ist, die sie umkreist. Doch mit diesem Globus hier kann ich machen, was ich will. Und hoffentlich bekommen wir das Rätsel ganz gut hin. Oder den Code. Erstmal bis nach Japan. Dann zurück nach jetzt habe ich's Club verfehlt schon wieder. Ja, ach Mensch. Naja, nochmal von vorne kommen, was soll's. Verflucht. Ja, ja. Da, okay. Klick. Japan. Neufundland und dann nach Griechenland. Großer Gott, der Globus wackelt mit dem Hintern. Die Interfektor greift an! Auf eure Posten, ihr Nichtsnutzer! Endlich! Klarschiff zum Gefecht! Alle auf ihre Posten! Ich, der große Brushian Barskov, Kapitän der Interfektor, habe... Heiliger Hergo! Er leuchtet! Dein Schwert, Russenhund! Oh, oh... Was? Verrat! Was habt ihr mit dem Stern gemacht, räudiger Engländer? Über Bord damit. Da, wo das Wasser zu kochen scheint. Ihr habt ihn ins Meer geworfen? Dafür werdet ihr büßen! Ihr könnt euch für tot erklären, da ich, der große Brushian Barskov, Kapitän der Interfektor, eurer schändlichen, unaufhaltsamen Karriere eigenhändig ein Ende mache. Brushian! Beim Satan! Entfernt euch von mir! Rieft ihr mich? Geht es euch gut, Monsieur? Milady, nie habe ich mich leichter gefühlt. Oh nein! Brushian! Brushian! Brian! Brian! Brian, aufwachen! Guten Tag, Miladies. Du lebst! Ist das so verwunderlich? Wenn man berücksichtigt, dass du in der Galeone ohnmächtig wurdest und Camille dich bis an die Oberfläche befördern musste, ist es fast schon ein Wunder. Camille? Offenbar. Als du die Kajüte betreten hast, fielen mehrere Möbelstücke auf dich, die außerdem den Eingang versperrten. Zum Glück konnte ich durch ein Seitenfenster hereinschwimmen und dich herausholen. Vielen, vielen Dank, Camille. Ich schulde dir was. Und das Trantonit? Ich konnte nicht weiter nach dem Trantonit suchen, da du am Ertrinken warst. Ich hatte kaum Zeit. Ich musste dich unter einer riesigen Vase hervorholen und dann so schnell wie möglich von dort verschwinden. Unter einer Vase? Ja. Chinesisch oder so. Das Trantonit! Sushi, ich muss zur Galeone. Aber... Achtung, alle miteinander! Was ist das? Ruhe, habe ich gesagt. Dank meiner außergewöhnlichen Intelligenz und dieses Fünf-Stock-Apparats, den ich mir selber ausgedacht habe, kann ich euch auf den Zentimeter genau sagen, wo im gesamten Universum sich das Trantonit befindet. Ihr werdet es in Millionen Jahren nicht erraten. Es ist... Genau unter uns. Gedankenlesen zählt nicht. Aber es ist an einem unvorstellbaren Ort versteckt. Und ohne ein Genie wie mich... In einem Ming-Spucknapf. Das mit der Telepathie muss der Junge von mir gelernt haben. Das gibt einem zu denken, oder?
Und was jetzt, Brian? Was noch fehlt, ist doch in 0, nix erledigt. Wir bringen Alpha das Trantonit und die Trantorianer reinigen es und führen das Zeug seiner eigentlichen Bestimmung wieder zu. Uff. Ich habe kaum noch Zeit, das Material vorzubereiten. Welchen Stoff? Na, für die Party. Das muss doch gefeiert werden.